Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War auf der PlayStation 5. Ja, ich kann euch, wie gesagt, jetzt hier nicht mit diesem Cliffhanger bis Montag warten lassen. Deswegen am Sonntag wieder mit der Doppelfolge. Folge Nummer 2, die es jetzt ist. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein, gehen durch diese Tür, hauen alles und jeden weg, der uns da entgegenkommt. Und dann mal schauen, wo die Reise in dem Video noch hingeht. Aber vorher, Daumen hoch, kostenloses Abo, auf jeden Fall die Glocke aktivieren, damit du da draußen kein weiteres Video zu God of War Ragnarök und jedem weiteren Let's Play auf diesem Kanal hier verpasst, man. Vielen, vielen Dank vorab für den absolut genialen Support. Ab geht die Post. Ah, sieht aus wie so eine Riesen-Pinzette, ne? Herz des Berges. Was ist das alles? Karte aktualisiert. Neues Gebiet, im Herz des Berges. Amina. Und wenn diese Kralle zum Gipfel reicht, sind wir fast am Ziel. Ja, und guck mal da, da stehen schon ein paar Draugeier, die zum Leben erwacht werden wollen. Okay, sollen wir einfach erstmal durchlaufen und looten, oder? Ich glaube, das bietet sich an. Wir laufen erstmal komplett hier einmal den Boden entlang. Looten, was das Zeug hat. Wir brauchen hier ein Update. Wir brauchen hier ein Update. Der Fall reicht nicht. Wir brauchen was anderes. Wir brauchen was anderes. Ja, Atreus, ist schon klar. Wir holen erstmal alles, was zu holen ist. Stun-Möglichkeiten. Drauger überall, okay. Das Ding fährt nirgends hin. Naja, wow, Valkyrentür. Im Herz des Berges, aha. Vielleicht treffen wir ja auch Durin gleich, ne? Durin und die anderen Zwerge von der Hobbit. Man weiß es nicht, ne? Okay, mach mal das Wärmelicht. Okay, da war irgendwas Gutes drin. Fester Zwart, einfach im Stahl. Nice. Triss hätte jetzt aber nicht mit hier durchkommen müssen. Hätte nicht machen müssen. Hätte auch wohl draußen warten können. Aktivieren wir kurz die Vakürentüre. Und dann aktivieren wir die Pinzette. Eilung brauchen wir nicht. Wir sind unbesiegbar. Kammer gefunden. 3 von 7. Es gab nur 7 Valkyren. Die wird man ja auch in Ragnarök wiedersehen, ne? Kannst du das lesen? Jawohl. Schade, dass man dann doch mal so recycelte Gegner trifft. Wieso? In einer Handschrift steht hier nur Jötnar. Nur Jötnar. Die Maschinen hier sind bestimmt von Zwergen gemacht. Aber das Mauerwerk eindeutig Jötnar. Ah, hier brauchen wir Chaos für das Gestrüpp. Ist aber auch einfach nur zappenduster hier überall, ne? Okay. Gut, dann können wir jetzt alles aktivieren. Wir haben alles, was es gibt, quasi gerade für uns zur Verfügung. Hat der Satz Sinn gemacht? Nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Rage liegt dort auch schon bereit. Optimal. Also jetzt kann die Schlacht beginnen. Vielleicht wird die Schlacht hier ein bisschen fetziger in Szene gesetzt, was ich auf jeden Fall denke, als die letzte Folge von Die Ringe der Macht. Wer hat sie gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Also hat schon Spaß gemacht zuzuschauen, ja, keine Frage, aber ich weiß nicht, ne? Man so ein bisschen Enttäuschung bei Der Ringe der Macht ist auf jeden Fall mit am Start, weil man erwartet halt so richtig, richtig, richtig bombastische Action irgendwie wegen Herr der Ringe und so, aber... Ich weiß. Ja. Tut mir leid. Es tut ihm leid, ja. Wie gesagt, was ist eure Meinung zu Die Ringe der Macht? Jetzt fest. Und da kommen die Horden der Drauge. Let's go, Atreus, let's go. Nicht quatschen jetzt. Da habe ich jetzt dann einfach direkt alle weg, Junge. Guck mal da oben. Jetzt können wir es endlich mal austesten. Komm, schieß, schieß. Wenn du dich traust, schießt du. Okay, verpennt. Da hat er daneben geschossen. Oh, 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 oh. Was ist mit dem los, ey? Was ist mit dem los? Habe ich eben noch gesagt, wir sind unbesiegbar. Ey, yo, Atreus, mach weiter, mach weiter. Alter. Okay. Jetzt nochmal kurz den Lebensstein rein. Alter Verwalter. Schießt mal. Ich will das endlich mal testen, ob das jetzt funktioniert oder nicht.
Komm schon, trau dich, trau dich. Ich bin gleich tot. Ich muss den Lebensstein nehmen. Leck mich fett, ey. Jetzt, schieße, schieße. Okay, Anti-Move, Anti-Move. Alle guten Dinge sind vier. Alle guten Dinge sind vier. Das darfst doch keinem erzählen, liebe Freunde da draußen. Was war das denn hier für eine peinliche Action? Alter Verwalter. Nichts getroffen. Wir haben 2000 Erfahrungspunkte wieder am Start. Eigentlich sparen wir. Die sparen wir. Hier war noch Heilung, aber die habe ich schon. Okay. Puff. Meine Zeit. Wo läuft der hin? Was gibt's denn da vorne? Okay, ja, wir müssen durch, ne, Atreus? Wir müssen durch. Kannst du weglaufen, wie du willst. Nützt nichts. Ich hätte fast meine Radar eingesetzt für ganz normale 0815-Trauger. Wahnsinn, ey. Ah, durch die. Ah, guck mal, da fliegt jemand. Da fliegt jemand. Wir sind unter Beobachtung. Ey, Mann, Atreus. Bitte, Konzentration. Ach, boah. Ich hab schon gefragt, wer die Drogar im Berg geweckt hat. Waffenverbesserung verfügbar. Hüfterrüstung. Gürtel der Vergessenen. Was tragen wir denn aktuell? Nichts davon, oder was? Wo ist denn die wir getragen? Wo ist das E hier? Wie heißt die wir gerade tragen? Wolfshaut Hüftschutz. Ist bei der Verbesserung nicht dabei? Ach, wir waren bei Herstellen. Sorry. Das ist aber alles schlechter. Ich will mich aber verbessern, ne? Hier, damit könnten wir uns verbessern. Glück, ey. Da würden wir noch mehr, aber da würde die Abklingzeit des Todes runtergehen. Das ist ungeil. Aber guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Glück, Vitalität. 10 Vitalität. Na, haben wir noch ein bisschen Runen und Glück, ja. Wenn bleibe ich bei den Blauen natürlich. Die sind besser irgendwie, ne? Nehmen wir das. Liebe Freunde, nehmen wir das. Abklingzeit kriegen wir später, glaube ich, so oder so noch hoch. Ah, sollen wir es herstellen? Ich bin gerade ein bisschen hinterher gekommen. Wir stellen es her. Wir stellen es her jetzt. Egal. Zack, Rainer. Ausrüsten. Damit sind wir kurz vor der 3. Talismane haben wir immer noch das, ja. Hier können wir immer nach wie vor nichts machen, ne? Es fehlt Vergessenherzen, ja. Die Vergessenherzen. Habe ich irgendwas noch für Clownbogen? Ach, guck mal an, erhöht Fallschaden und schaltet neue Clownbogenfähigkeiten frei. Ja, Fallschaden erhöhen. Rein da. Ja, so ein wichtiges Update hätte mir das Spiel aber auch tatsächlich mal anzeigen können, ne? Clownköcher verkürzt die Pfeilnachladezeit. 25.000. Boah, das hätte ich mir holen müssen. Kann ich irgendwas schnell verkaufen auf die Schnelle? Wenigstens haben wir das jetzt erledigt. 25.000 brauchen wir. 25.000. Hier die ganzen Zauber, die nichts bringen, die ich eh nicht benutzen werde. 2000 noch, Ressourcen. Och Gott, Mann, jetzt fehlen 2000. Also dann, jetzt fehlen 2000. Ja, wir sehen uns gleich ganz, ganz schnell wieder. Wirst du merken, Brock. Denn, ich will die verkürzte Nachladezeit unbedingt haben. Wie groß ist das hier? Es ist ein Berg. Groß. Ah, ich warte, bis er ein bisschen näher ist. Jetzt. Nice. Okay, gehen wir einmal da rum für die Kiste, oder? Oder vielleicht finden wir jetzt hier zufälligerweise irgendwie 2000 Hacksilber hier oben. Und da vorne ist noch was, wo wir draufschießen könnte. Ja, nice. Und hier können wir reingehen. Ach Mann, ey, ärgerlich. Aber egal, Fallschein, genau. Heilschaden ist auch erhöht. Das wollte ich sagen. Und da ist Hacksilber. Das brauchen wir. Hätte ich auch einfach nur unten lang gehen können, glaube ich. So, 1200. Was sagt's? 25.000, Brock. Ich komme wieder. Ich habe gesagt, wir sehen uns ganz schnell wieder. So, Fässer Zwart-Eiferheim-Stahl. Dankeschön dafür. Wir müssen einmal umdrehen, Atreus, ne? Wir müssen einmal umdrehen für deinen besseren Köcher.
Mal Zeit. Den Alchemisten für etwas, das ich euch ja. Wenn ihr schlau seid, so, Clownköcher. Wird mir auch nicht angezeigt, dass da ein Ausrufezeichen ist zum Verbessern, aber jetzt haben wir ihn. Jetzt ist Atreus noch besser gewappnet für diese fantastische Reise. Ab geht die Post. Nice. Ich bin mal gespannt, wie man in Ragnarök leveln kann. Ob man da irgendwie eine bessere Vielfalt geboten bekommt irgendwie. Ich aktiviere das einfach mal, obwohl ich gar nicht weiß, was ich da aktiviere. Ach, das ist schon der Weg. Das ist schon der Weg. Ich habe nichts übersehen, ne? Ach, guck mal hier, wir schicken Atreus vorher. Mit ein bisschen guter Wille. Kratos könnte sich aber auch durchzwängen, glaube ich, oder? Jo, danke. Mir geht's blendend, ja. Danke. Ein bisschen Muskelkater. Und aber ansonsten... alles tipptopp. Wo sind wir? Sind wir jetzt wieder hier am Anfang? Nee. Uah. Riese, beziehungsweise Troll, ne? Oder was ist es? Ah, ne, es ist so ein Lebewesen hier, wie von Brock. Das in den Wagen gezogen hat, ne? Was war das jetzt für eine Maus? Ja, die Fähigkeit muss auch gelevelt werden. Ich muss jetzt gleich mal schon mal schauen, wie viel Erfahrungspunkte wir haben. Ob wir das schon verbessern können oder nicht. Lassen schon die Brücken runter. Du Schuft, Junge. Ah, auf den Kopf. Zack. So, jetzt ist nur die Maus hier, ne? Jo, one hit. Aber irgendwas Lilan ist fallen gelassen. Hester zwar dafür erscheinen, okay. 3000 Hacks über von einem Weltenschlangenschuppe. Ey, von so einem kleinen Wesen, was One-Shot ist, kriegst du so geilen Scheiß, Mann. Nice. So, lass mal Licht hier an. Haben wir hier irgendwas essentiell Wichtiges drin? Irgendwas, was wir übersehen könnten? Da oben geht's weiter. Mhm. Was ist mit ihm? Gestorben. Ja. Ja? Ja, wieso, was, warum, Atreus? Kann ich jetzt auch tatsächlich nicht beantworten. So, wir können... Ja, können wir bewegen. Aber... müssen uns erstmal umschauen, Atreus. Er hat ein bisschen nachgelassen, was die Erkundung betrifft. In Alfheim wollte er überall, unbedingt überall hin. Und jetzt will er, so schnell es geht, einfach weg hier. Wir müssen doch die Schätze der Zwerge finden. Ah, guck an. Das sehe ich. Dann los! Seine Stimme erinnert mich manchmal irgendwie an Anakin Skywalker von damals, ja? Kommen wir hier schon irgendwie weiter? Bringt das irgendwas? Also ich kann das unter die Brücke durchschieben. Sorry, Leute. Sorry. Vielleicht durch das große Tor. Das geht. Junge. So, dann machen wir die Tür da vorne auf, ziehen das durch, hängen das an die Klammer dran und dann haben wir es doch, ne? Dann sind wir oben. Aber erstmal, Atreus, komm mit hoch. Oder bleib unten, wie du willst. Ah, da wird der ein oder andere von lebendig sein, ne? Genau, hier sind Stufe 4 Schuft. Komm mal her. Guck mal, Odin, guck es dir an, du stehen Raben. Guck es dir an, was ich hier mit deinen Stärken mache. Genau das nehme ich. Genau das. Boah, den Schaden, den wir mit da kriegen, ist nicht mehr normal, ey. So. Wir kommen für dich, Odin. So. Jetzt muss ich... ja, egal. Komm, die Kacke lassen wir jetzt unten liegen. Wir können nochmal hier hoch... ah, nee. Kann ich da lang springen? Nee, da kann ich nicht lang springen. Da wird es einfach nur runtergehen. Okay. Also mit der nächsten Frostflamme ist der auch Kindergeburtstag nur noch.
Ciao. Lauter altes Zeug. Wenn wir es nicht brauchen können, ignorier es. Ich weiß. Wir können aber alles gebrauchen, hallo. So, da wäre eine Kette. Lass ich kurz runter. Shortcut, falls wir nochmal wiederkommen sollten, ne? Für die Valkyrie und wir hier irgendwas noch sammeln können, dann durch unsere ganzen neuen Fähigkeiten, die wir erworben haben. Lass mal die lieber mal runter, dann müssen wir die ganze Kiste dann nicht immer wieder hin und her schieben. Besser ist es, ne? Besser ist es. Aber erstmal gehen wir jetzt hier vorne noch weiter. Hier geht's noch hoch, ne? Entweder geht's zurück oder es geht tatsächlich irgendwie noch weiter versteckt. Ja, guck mal an. Eine Kiste. Eine Hüfte. Seltener sogar noch. Ach, guck mal hier, ey. Ist zwar besser, sieht aber kacke aus. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen, Freunde. 27 Erfahrungspunkte hätte ich auch lassen können. Also ein bisschen Fechen. God of War muss auf jeden Fall drin sein. Das ist der Weg, ne? Hier müsste unser Wagen stehen, genau. Und das ist der Weg. Ja. Schau, noch eine Laterne. Laterne, Laterne, Sonne, Mond. Es ist irgendwas Besonderes daran. Das spüre ich. An den Laternen, ja. Wird sie mal hier? Okay, ah, jetzt sind wir ganz am Anfang. Okay, jetzt können wir das hochlassen, dann haben wir es doch schon. Nice. Yo, 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 was war das denn? Ah, okay. Hallo? Hallo? Ah, okay, gedrückt halten, alles klar. Mein Gott. So, jetzt müssen wir das hier nur irgendwie auch, es bleibt oben. Okay. Wir müssen jetzt irgendwie unsere Axt noch einsetzen. Okay, kommen jetzt neue Wellen von Gegnern oder können wir es erstmal in Ruhe hier durchschieben, ne? Können anscheinend erstmal durchschieben. Heilen brauchen wir ja. Zack. Die lassen wir liegen für mitten im Kampf. Sollte es nicht wieder unerwartet zufallen. Ah, hier können wir noch hoch. Hier müssen wir sogar hoch, okay. Und wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen erstmal hier oben uns gerade umschauen, bevor es weitergeht, Atreus. Oh, goldene Kiste. Yo, ey. Die hätte man leicht übersehen können. Hat man das jetzt aus dem Augenwinkel da links oben nicht gesehen, ne? Merci. Ein neuer Falkenflug. Runenbeschwörung. Okay, was macht der? Ah, nice. Für Atreus, was? Komm, pass auf. Was? Wir schauen einmal gerade in die... Fähigkeiten rein. Wo sind denn meine Runen? Hier, ne? Genau. Kann ich die leveln? 4000, die könnte ich leveln. Hm. Wo kann ich denn das von Atreus? Ach, okay, da muss ich da drauf. Kann ich das leveln? Da 13.000. Uff, okay, da müssen wir einiges noch schon. 13.000, ey, wohin? Das ist auch so sinnlos, wenn er die Kette runtertritt. Warum kommt immer die Animation, dass er erstmal da runter will? Lass mich doch einfach stehen und selbst entscheiden, ob ich dann runter will oder eben nicht. Der sieht schwer aus. Aber nicht für mich. So ne Mann. Nicht für mich. Warm-up quasi. Mach das all kaputt, Atreus. Du's. Schaffen es nach oben. Aha. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal hier runter. Brauchen wir das jetzt hier vorne noch? Ja, ne? Wir brauchen das noch. Wir müssen das ja da dran klammen. Klemmen? Klammen, ja, ist klar. Deutsch. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So. Positionieren wir einmal hier komplett bis zum Anschlag. Und. Jarnefort. Jarnefort, komm her, du. Du hast meine Frostflamme, oder? Ein Eisriese. Du bist mir nicht mehr gewachsen, Jarnefort.
Ran, 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 Junge! Fuck, ey. Hört er seine Eiskrone kaputt klatschen. Du 0815 Lulli. Ey, ich hab den zerstört, ey. Guckt euch das bitte an. Boah, mich ein einziges Mal nur ganz minimal getroffen. Ich, boah, krank, krank, ey. Haust da rein, du Lullimann. Gib mir die Frostflamme. Ne, es ist keine Frostflamme, es ist der Fluss aus Messern. Brauchen wir nicht den Quatsch. Ah, Frostflamme, okay, nice. Kurz mal alles looten, Loot geht vor. Ihr wisst es. Du Schwuff. Okay. Okay. Es ist ein Stufe 2 Gegner, der mir so einen Schaden macht. Wie ist das? How is that possible? Nein. No, 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 no. Oh, Atreus. Atreus! Ich bin so stolz auf dich. Nein. Mann, er schmeißt mir sogar noch Heilung zu, ey, Mann, Wahnsinnstyp. Okay, ich muss den schneller stunnen, na, verstehe, verstehe. Okay. Rage? Zum Rat. Zurück zum Rat. Der Rat der Jedi, oder was? Was für ein Rat meinst du? Ey, komm, jetzt für, alleine für diesen Eisriesen, ey. Mindestens mal einen Daumen hoch in und ein kostenloses Abo. Das, ich hab den zerstört. Ich hab den maximal zerstört. Der hat ja gar keine Schnitte, gar keine Chance gegen uns. So, zum Glück habe ich mir die Heilung davon noch gelassen. Nicen Stein. So, liebe Freunde, ich stapp jetzt schon mal hier zum Rat. Ich weiß nicht, was wir hier noch wollen. Ist ja gut, Atreus. Ist ja, der hat's wirklich eilig, ne? Er sieht das Ziel am Ende irgendwie, ne? Daumen hoch, kostenloses Abo, wie gerade schon gesagt. Und auf jeden Fall die Glocke aktivieren, damit du da draußen kein weiteres Video zu God of War und God of War Ragnarök hier auf diesem Kanal verpasst. Danke für den gigantischen Support. Wir haben fast die 100 Abos geschafft. Ehrt mich wirklich sehr, freut mich wirklich sehr, dass es euch da draußen gibt. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier und schnell weiter. Bis dahin. Ciao mit V.